Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern und wir erobern jetzt Iskar. Ja, ist eine ausgeglichene. Ne, nicht ausgeglichen, also wir sind sehr viel besser dran, aber von der Manneskraft. 3000 gegen 3000, aber die da kann man weghauen. Die da und genau. Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir das automatisch machen, weil an sich ist es ein klarer Sieg, aber der sagt, dass wir ziemlich viel verlieren werden. Also nur 60% werden überleben, grob gesagt. Da sage ich nö, es werden mehr überleben. Kurz, also Regen. Ja, ich mag Regen. Okay. So, also grob gesagt, ist es eigentlich hier ja ziemlich easy. Was dem zum Fort, warte mal, 1, 2, 3, 4. Genau, was bei dem halt vorteilig ist einfach, dass er in der Stadt ist. Genau, also da können wir unsere Masse nicht perfekt einsetzen. Und genau, wieso halt ist. Genau, ich werde die da erstmal hier zum Strand schicken, weil hier kommen nämlich die Schiffe an, as always. Die da werden jetzt hier hinkommen. Die zwei werden hier unterstützen. Die gehen hier hin. Ich hoffe, dass die Vögel euch nicht stören. Die Vögel sind gerade mega laut. Aber ich habe gerade das Fenster offen, weil es gerade so krass heiß ist hier. Ich habe gerade noch ein bisschen gerendert und ja, mit einer mit einer Intel CPU und so einer kranken Grafikkarte wird halt heiß im Schlosse Dänemark, oder wie heißt es, im, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie man das sagt. Es gibt da so einen lustigen Begriff. Oh, naja, weiß nicht mehr, wie der geht. Genau, und dann werde ich die mal hier ein bisschen 1 gegen 1 hier. Ja. Gut, die müssen ziemlich einstecken. Die müssen gerade ziemlich anstecken. Die kommen jetzt hier hoch. Das ist gut. Und die hier verlangt auch an. Ja. Unser General wird angegriffen. Unser General. Sind die bald fertig? Ah, naja. Die knurren noch ein bisschen rum. So, die Fernkämpfer sind auch bald passé. Das ist ganz gut. Die stören ein bisschen. So, die werden jetzt von hier oben beschossen, von denen. Das kann natürlich nicht sein. Das darf nicht sein. So, schön hier stehen bleiben und ihr fangt jetzt mal auch an zu schießen. Wollt ihr? Oh, ah, cool, das war eine Falle. Oh, das ist cool. Also ist natürlich nicht so cool, aber das ist sowas mag ich.
wenn der Feind dann nicht mehr so ultra dämlich rumsteht, sondern wenn der wirklich was macht. Wenn der wirklich so... Ja, die halt die Fernkämpfer schützt und so weiter und so fort. Das ist dann sehr viel spannender. Lebt er noch? Nee. Sehr viel spannender. So, ihr holt euch mal die da. Ihr da. Ja, wir gehen mal komplett außen rum. Ist wahrscheinlich schneller. So. Hier geht's so hin. Könnt ihr dahin gehen? Okay, jetzt pusht mal ein bisschen, die anderen warten auf uns. Die anderen warten auf uns. Ihr könnt auch mal. Ja, okay, das war gut von dem. Das war sehr gut von ihm. Das war spitze. Das war richtig gut. Ich bin richtig stolz auf den. Sehr gut. Das war richtig nice. Bin ich gerade auf deren Seite? Nein, nein. Keine Sorge. Ich will, dass meine Pikiniere die platt machen. So, der geht jetzt aber auch wirklich gegen meine kretischen Bogenschützen. Das finde ich nicht ganz so gut. Das finde ich jetzt gar nicht so gut. Was macht ihr jetzt? Okay, das ist gut. Ihr geht weiter, ihr lasst den schön alleine. Okay. Ich gehe einfach weiter. Einfach ignorieren. Ihr geht da. Da. Okay. Ah, dann wurde er wieder aufgehalten. So, der muss noch ein bisschen aushalten. Komm schon. Uiuiui. Okay. Komm mal zurück. Das passt schon. Okay, die beiden gehen jetzt so hin. Die eine unserer Einheiten ja, hat ihre gesamte Munition verbraucht. Holen sich den General. Die sind jetzt leer geschossen? Ja, fast. Euch geht's gut? Euch geht's super. Euch geht's super gut. Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Zu Befehl. Schnell vorrücken. Bereit.
So, denen geht's nicht mehr ganz so gut, aber das ist alles Teil des Plans. Die Kavallerie wird nochmal angreifen wahrscheinlich. Okay, ihr holt euch jetzt den da. An sich braucht man das ja auch jetzt nicht mehr, aber ich will noch ein bisschen Kills farmen. Also mit Kavallerie, ich weiß, ist schon eine alte Leier, aber mit Kavallerie ist das halt dann richtig einfach. Oder ja, am einfachsten. So, Verluste 550, warte, von 3400. Wie hier ist das? Ja, doch, 60%. Weil ich mahn, aber ja. Warte, oder? Habe ich das ja jetzt richtig gerechnet? Warte, 3000. Normal. Ja, pff, gut, ne? Also, passt. So, Spartas Furz geht jetzt mal Richtung Norden. Gut. Britannische Konföderation. Interessant. Gut, was machst du gerade? Stehst einfach so rum. Dann holst du dir mal gerne das letzte. Das letzte abtrünnige Dorf. Warte, der hat nichts mehr, ne? So, es soll es auch bleiben. Gut. Genau hier. Ah, Steppenwölfe und so weiter. Das ist eine schwierige Sache da oben. Okay. Für Tod und Ehre! So. Okay, also Seleukiden machen erstmal keinen Stress. Hier unten. Alter, wie weit bin ich denn schon? Holy moly. Okay, die Konföderation hat auch nur noch drei Gebiete. Wir haben zwei Armeen. Easy. Also Prudini wird schwer. Prudini wird mächtig. Schwierig. Hier Zypern, ja, ist eigentlich auch griechisch. Baktrien, ja, an sich ja der komplette Osten, also Fernosten, ist eigentlich griechisch wegen Alexander. Aber ja, so krass griechisch sind die gar nicht, ne? So krass griechisch sind die gar nicht. Wobei die meisten haben wirklich von der Übernahme bzw. von der Eroberung von Alexander haben die eigentlich schon sehr viel mitgenommen. Also es gab sehr viele Rebellionen. Also im Großen und Ganzen waren die doch sehr
Waren die doch sehr griechisch halt dann. Ja, naja. Okay, hä, was mache ich denn hier? Ach so, wegen der. Ah, ja, ja, wegen den feindlichen Armeen. Ja, ja, ja. Okay, gerade ist nichts Wichtiges, bis auf hier und da. Ups. Ja, so. Gut, Armeen. Hatte, stimmt. Feindliche Agenten aus Notwehr verwunden, ist immer gut. Siedlung erobert, Feld der Wunder. Iska. Stonehenge. Ah, hallo. Kann ich mal schauen, was das bringt. Na komm. So, steht das hier? Nee. Das steht dann hier. Wunder, plus 10% der zivile Forschungsrate. Zivile. Er macht dann zivile Forschungsrate. Puh. Okay. Aber wenigstens geht das dann schneller. So. Okay, die ist befördert worden, das ist natürlich schön. Leute. Ja, Forschungsrate dann. Sowas von egal. Die 3000 haben was bekommen. Das ist gut. Also der General. Ach, das ist ein neuer. Süß. Der hat noch keine Frau. Mach ich mal Konvertierung. Moral brauche ich eigentlich nicht mehr. Rüstung. Kavallerie habe ich nicht, Sklavenruhen. Oh, das können wir machen. Also, ja, wie gesagt, Moral brauche ich eigentlich kaum noch. Aber man kann ja über 100 Moral haben, ne? Was eigentlich echt lustig ist. So. Der Pharao, Meister des Krieges, wird sein Schwert beiseite. Aber ihr müsst rasch entscheiden, ob ihr Frieden wollt. Entschuldigung. Der zahlt uns wahrscheinlich alles, was er hat. Gerade. Ah, armer Junge. Hier zu kämpfen, ist irgendwie seltsam. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Doch trennen sich hier unsere Wege, wie es bei irdischen Angelegenheiten oft der Fall ist. Bist du dumm? Bist du dumm? Der mag uns gar nicht. Minus 100 wegen Expansionspolitik. Ja, naja, okay. Ist mir doch egal. Das ist so ein kleiner. Ey, warte mal, stimmt, wir haben den eigentlich gerettet, ne? Also der wurde. Warte mal. Das ist schon Jahre her so gefühlt. Der wurde doch von Rom erobert, ne? Und wir haben den doch befreit. Oder nicht, oder wie, oder was? Hm. Irgendwie im Kopf habe ich das so abgespeichert. Kann sein, dass ich mich irre. So. Aber das Mission abgeschlossen. Sohn wird erwachsen, Forschung abgeschlossen, Agent erholt, Schutz verfällt, Rang erhöht. Okay. Machen wir mal das Wichtigste. 7%.
und 7%. So. Dann sind die auch mal still. Alter, unsere Familie ist so groß, das ist so schön. Ich spiele. Oh ja, okay, 76, der ist ein bisschen zu alt. Ich spiele gerade auch Seleukiden weiter, also die das Let's Play, die Challenge, die ich kurz unterbrochen habe. Alter, und das ist so schwer. Also ich habe jetzt schon wieder Antiochia verloren und hab nur noch 2 Armeen, also ja, ist gerade wieder kurz vorm Kippen. Bis kurz vorm Verlieren. Aber wenn das passiert, nehme ich euch natürlich mit. So, dann machen wir mal das voll, ne? Baukosten weniger. Warum denn nicht? So. Die Atys Nisa. Was ist los mit mir? Was? Atys Nisa. Wer ist Atys? Okay, gut. Das ist mal wieder sehr random. Was ist meine Armee? Da ist meine Armee. Die werden jetzt eigentlich überrannt wahrscheinlich, ne? Von denen. Ich könnte hier so ein... Oder wie viele Generäle kann ich denn machen? So. So schön. Die da. Und wenn du mich lässt, die da. Tja. Wenn man Geld hat, kann man sowas machen, ne? Ist schon echt eine Verarschung. Man sneakt sich so in das Herz des Gegners rein, so. Und dann stampft er einfach von 0 auf 100 so eine seltene Armee aus dem Boden. Und dann ist er plötzlich wieder vorbereitet. Gut. Wie sieht's denn hier aus? Was machen wir hier? Also. Haben wir noch eine Flotte hier irgendwo? Die habe ich hier hochgetan, ne? Ja. Sonst haben wir keine Flotte. Okay. Cool. Eine schöne Fehlleitung ist fehlgeleitet worden. Da mache ich ein Attentat. Ja, oder auch nicht. So hier. Ja, schön. Und du, ja, mach mal hier sowas. Okay, die haben beide Agenten, also brauchen wir dich eher weniger. Was hast du denn? Chance auf Agentensturz? Dann mache ich dich auch zum Anti-Agent. Warte mal, wo muss ich dann hin? Ich muss dann Loyalität, Erfahrung. Warte. Ungepanzerte. Nee, im Verruf. Wo ist denn das? Ah. Hä? Da. Okay, gut. Meine Güte. So, dann gehen wir hier hoch. So, wohin gehe ich mit dir? Du gehst am... Ja, oder so... Ja, komm. Ja, doch. Ich gehe, glaube ich, gleich hier rüber. So, dass ich
beide gleichzeitig platt mache. Oh nein, unerlaubtes Betreten. Und jetzt plündere ich. Du gehst jetzt mal hier hin. Weil Nightmare, also die Armee ist sehr gut. Also hier die ganzen Bogenschützen sind extrem geil gegen die. Ja. Die da wird mega Schwierigkeiten haben. Ja, die haben noch 5 Bogenschützen. Das ist, oder 5 Einheiten voller Bogenschützen. Das ist schon ganz, ganz gut. Aber mehr wäre halt besser. Du bist eigentlich voll, das heißt, du kannst einfach weitergehen. Dich könnte ich eigentlich noch. Wieso kann ich hier keine Einheiten rekrutieren? Okay. Ich habe wieder überzogen. Die stehen hier schon recht interessant. Also entweder nächste oder übernächste Runde würde er mir wahrscheinlich den Krieg erklären. Jemand erklärt den Spartanern den Krieg. Das ist lustig. Okay. Gut, dann mache ich für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr habt noch einen wunderschönen guten Abend. Bis dann, bye.